Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir wollen uns heute nochmal das anschauen, was wir letztes Mal geschafft haben. Nämlich die Automatisierung dieses Systems hier. Wir könnten mehrere von denen brauchen, aber ja. Wie sieht's denn aus im Moment? Wie viel Crescent Oil haben wir? Zwei, drei haben wir dann. Ich brauche mal ein paar Wooden Slabs. Ups. Ich hätte gern bisschen was hiervon. Ich denke, das war doch. War das 1, 2 oder 3 von den Dingern, die man brauchte? Jetzt heißt es wieder nachdenken. Das ist wieder was, wo ich mich weniger auskenne. Ich kann nicht mal mehr normale Rails bauen. Wooden Rails. Wooden Teil? Okay. 3 Slabs für einen Teil. Okay, das heißt, ich brauche mal sogar jede Menge von denen. Wir könnten ja mal sagen, hey, mach mal 3 aus denen zu Wooden Slabs. Und boop. Ein Wooden Teil. Okay. Ich denke, wir werden mal kurz, das sind wie viele Schritte? Die Dreier-Dinger erstellen. Und dann, das heißt 2 Schritte, 2 von denen und 2 von denen. Und dann hau ich mal kurz hier die Dinger hier rein. Und dann werde ich das automatisieren. Weil das lohnt sich dann doch bei den Dingern hier. Ja, das ist wieder mal an mir vorbeigeflogen. Eins. Wo bleibt der zweite Crafting Table? Danke. Dann werde ich dem einen sagen. Oh, ich brauche erstmal noch ein bisschen Holz. Hier ist nichts mit Holz drin, nö. Gut, dann brauche ich hier nochmal 3 Holz. Ich mache mal 6 Holz draus, das ist mir lieber. Damit ich das gleich zweimal bauen kann. Damit ich das besser requesten kann. Und da fällt mir ein, ich brauche auch einmal eines von diesen Oils. So. 6 Stück, das heißt, ich kann jetzt hier sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Pipe drüber. Leeren. So, irgendwo. Und dann habe ich hier das drin. Da will ich auch schon die Pipe gleich reintun. 1, 2, 3. Oil drüber. Macht Wooden Ties. Ich hoffe, dass die. Ja, doch, die Oils sind stackable. Das heißt, ich sollte jetzt fähig sein. Solange ich genügend von diesem Crescent Oil habe. Wie viel habe ich? 2. Das heißt, ich könnte 2 von denen hier erstellen lassen. Also schnell geht das. Also viele kann man nicht auf einmal bauen. Oh, und dann brauche ich 6 Eisen. Einen von denen und einen von denen hier. Von denen. Perfekt. Ich will auch den nächsten Schritt dann noch direkt automatisieren. Inzwischen habe ich 3 Wooden Ties. Sobald ich 4 habe, kann ich wieder was machen. Ich brauche dazu aber erstmal wieder Crescent Oil. Und bis ich das habe, werde ich schon mal den nächsten Schritt vorbereiten. 1, 2, 3. Ach, Schmarrn, das sind 2 Schritte. Stimmt. Das eine. Das heißt, ich muss noch 2 bauen. Also nochmal eins von jedem bauen. Also eins von denen und eins von denen hier nochmal. Damit das hinhaut. Ups. Nicht raushauen. Man sieht hier Lapis rumfliegen. Man sieht alles Mögliche hier rumfliegen. Das System arbeitet ziemlich viel automatisch. Ab. Das ist schon cool. So. Wieder die beiden Sachen, die ich gebraucht habe. So, das erste. Da werde ich mal das freilassen. Das hier werde ich jetzt mal freilassen für einen Moment. 1, 2, 3, 4. Man braucht 4 Stück, glaube ich, dafür. Und da brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt muss ich schauen, ob wir inzwischen ein neues Dings haben. Von diesen Ölen.
Okay, nee, im Moment brauchen wir noch für ein Öl, müssen wir noch auf ein Öl warten. Oh, das ist gleich fertig. Und die Zusatzkohle werden wir später verwenden. Okay, wie sieht's aus? Eins von denen bitte. Immer noch nicht. Das sollte doch langsam mal fertig sein. Wieso dauert das so lang? Ah, jetzt ist es gleich im System. Ich sehe es schon in der Distanz. Eins bitte. Danke. Und in der Zeit schaue ich mal wirklich nach, ob das stimmt. Ja. Vier Stück, genau. Machen ein Wooden Railbed und normales Gleis ist halt dann vier von denen. Was ist eigentlich Stone Railbed? Brauchen Stone Ties. Oh, okay. Die kann man mit Ingots, Eisen und drei Stone Slabs machen. Oh, ich hab's. Perfekt. Dann kann ich ja mal sagen, hey, du kannst Wooden Railbeds herstellen. Sobald wir vier Crescent Oil haben, das nächste Mal. Weil, wenn ich jetzt sage, hey, ich hätte gern Wooden Railbed, sagt er, missing. Und bis das soweit ist, das kann noch ewig dauern. Für den Moment, lasst mich mal kurz was holen. Ich denke, ihr dürftet die Liste gleich sehen können. Dokumente. Philosopher's Challenge. Wir warten mal kurz, bis Word gestartet ist. Das dauert leider einen kleinen Moment, aber ich kann im Moment so schlecht cutten. Mit der Aufnahmemethode ist es verdammt bescheiden. Man kann überhaupt nichts machen gegen Cuts. Man muss da zwei Parts draus machen, deshalb. Nach etwa 6 Minuten, neuen Part ist ein bisschen doof. Ups, yeah. Was haben wir für Aufgaben? Build some torches. Haben wir erschafft. Stone Shovel haben wir. House of Dirt Hammer. Dirt Mine Hammer. Cobblestone Hammer. Plant a Forest. Ich glaube, das ist das Erste, was wir jetzt noch nicht getan haben. Dazu brauchen wir lediglich ein wenig. Ich denke, 8 Dirt sollten ausreichen. Und ein Diamant reichen. So, Diamant und 8 Dirt. Warum brauche ich 8 Dirt? Werdet ihr gleich sehen. Weil wir schließlich haben wollen. Brauchen was mit niedrigem Wert. Ich glaube, es waren 8. 5, 6, 7, 8. Ja. Ein Sapling. Und was wollen wir mit dem Diamant machen? Wir wollen Saplings holen. Wir wollen Wald pflanzen. Und um Wald zu pflanzen, brauchen wir ein paar Saplings. Oh, verdammt, die sind ja fast gar nichts wert. Ein Stack. Und sobald ich das. Ja. Ich hau trotzdem so viele Saplings los. Man kann die für immer irgendwas brauchen. 60. Warum nicht noch mehr? Verdammt, oh, aber meine Finger klicken. Ja. Wahrscheinlich drei Stacks, oder? Drei Stacks Saplings ist genau die Menge, die wir brauchen. Wir wollen schließlich einen Wald anpflanzen. Und das geht am besten nachts. Natürlich nachts. Nicht. Ach, es regnet nur. Das sorgt natürlich für Ruckler. Vier Spinnen auf dem Dach. So, ich muss hier mal ganz kurz mir ein Schwert holen. Ach nö, das brauche ich ja im Moment gar nicht. So, Wald pflanzen. Normalerweise, wenn ich irgendeine Möglichkeit hätte, den Regen zu stoppen, ich glaube, ich werde den vielleicht sogar wegcheaten. So. Oh, ja, es ist jetzt Tag geworden, deshalb sind hier immer noch die Skelettsachen rum. Wir wollen hier einen schönen Wald rundherum um unser Haus haben. Ja, ein Wald ist natürlich übertrieben mit so vielen Saplings zu machen. Hier sind überall noch Spinnen und Schafe. Wir sind schon lange nicht mehr draußen gewesen hier. Fällt mir so auf. So einfach zufällig platzierte Bäume, die werden alle schön groß und stark werden. Wir könnten natürlich ein bisschen Bone Meal nutzen, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen, aber wir sollen ja einen Wald pflanzen und nicht einen Wald erschaffen. Ja, normalerweise macht man das hier am Anfang, weil ein Baum von sechs Dingern
Von 6 Holzdingern ist ein Eisen wert. Wir haben lieber ein bisschen mehr gekämpft stattdessen. Normalerweise sollte man sich da so ein bisschen dran orientieren. Wie gesagt, oder wie ich im ersten Teil drunter geschrieben habe, das ist alles noch in Entwicklung. Das heißt, der Challenge kann noch gut viel mehr können, dürfen, sollen, was weiß ich. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es einfach hin in die Kommentare. Ich werde es dann zu der Liste hinzufügen. Und demnächst gibt es vielleicht einen Forum-Post auf Deutsch und Englisch, wo die Sachen drin stehen, was man alles machen muss. So, ich gehe wirklich wahnsinnigerweise alle Saplings pflanzen. Ich weiß, dass ich durchaus wahnsinnig bin, aber so wahnsinnig hätte dann doch weniger jemand vermutet als sonst jemand. Und der erste Baum ist schon gewachsen. Der hat sich nicht lange an die Wald. Scheiße. Warum hat die mich angegriffen? Ja, egal. Wir können demnächst mal ein bisschen Diamond-Rüstung tragen. Ich weiß nicht, ob wir Factories bauen wollen. So, wir haben noch einen Stack übrig. Was mich ein bisschen aufregt, ist, dass es dunkel ist. Oh, da ist ein Wolf. Ich könnte einen Wolf zähmen. Ich könnte wirklich das zur Liste hinzufügen, eigentlich. Tamer Wolf. Ich glaube, das werde ich auch hinzufügen. Weil die hier ganz in der Nähe sind. Das ist ja die Map hier. Und da sind die einfach ganz in der Nähe. Ich habe doch ein paar Knochen, oder? Dann kann ich eigentlich mal einen Wolf zähmen, auch während ich auf dem Weg dorthin bin. Hier sind übrigens, das ist übrigens die Richtung auch für Schweine und für alles Mögliche. So, ich hole mir mal einen Wolf, wenn möglich natürlich nur. Das sieht man nur so schlecht, wenn, ob das ist. Ja, die sind patschnass, genau, deshalb sind die dort dunkel. Hey, mein Freund! Komm wieder mit. Danke. Tamer Wolf abgeschlossen. Also zähme einen Wolf. Gefällt mir eigentlich recht gut, das dazu zu fügen, weil die helfen einem dann doch schon noch ein bisschen beim Haus verteidigen. Inventar. Holen wir uns doch ein bisschen Bone Meal und pflanzen ein paar Bäume. Okay, passt. Damit unser Wolf nicht ganz so dreckig wird. Und den werde ich natürlich jetzt auch mal mit da reinnehmen ins Haus. Ich hoffe, der fällt da nicht runter. So. Kommst du mit rein, bitte? Danke. Türe schließen. Yeah, er schüttelt sich und wird wieder schön süß. Perfekt. Für uns geeignet. Okay. Damit haben wir das erfüllt. Plant a forest. 14. Ja. Tame a wolf. Ups, und ich Leertaste so eine Tab. Das müsste ich vielleicht noch irgendwo früher einbauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Plant a forest haben wir. Upgrade, extend your house with wood. Ist das nächste, was wir tun müssen. Okay. Wir brauchen ein wenig Holz. Und während ich so hier am Rumdenken bin, überlege ich gerade, dass ich eigentlich mal das Zeugs hier reinschmeißen könnte. Die beiden Sachen. Und mir stattdessen mal ein bisschen Holz holen. Holz holen. Hundertzwanzig. Warum nicht 300 Holz? Es wird einen Moment dauern, weil das Wundendings dann doch ein bisschen weiter weg ist von dem Teil hier. Aber damit haben wir einen schönen Teleporter hier. Upp, und schon kommt das Holz. Und während das Holz da kommt, könnten wir eigentlich schon mal schauen, dass wir das andere Zeugs abreißen oder so. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier unten auch alles austauschen wollen oder nicht. Stimmt, das hier ist ja kein echtes Gras. Man sieht hier direkt das Holz durch die Gänge flitzen. Und dementsprechend natürlich auch nachgefüllt werden und alles Mögliche. Und hier, das wird natürlich auch rausgesogen. Jetzt sieht man mal wieder unser gesamtes System mit der Selbsterhaltung in Betrieb. Stein rausnehmend, in ein Eisen, Diamanten in Eisen verwandelnd. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall, wow, hier ist so viel Holz drin. Ich hau den auch mal da rein. So. Das Holz hält sich auf jeden Fall gut selbst.
Wie sieht's denn hier wohl aus? Mit dem hier, ich würde sagen. Haben wir noch genug Dings? Ja. Moment, ich wollte wissen, wie viel ha können wir inzwischen was anfordern? Zwei haben wir erst. Man sieht, wie lahmarschig das ist. Normalerweise sollte man wirklich drei Stück von denen haben, so ungefähr mindestens. Oh, jetzt kommt der dritte. Komm schon, Ofen. Komm, bitte, bitte, bitte. Bödel, bödel, bödel. Oh ja. Wir müssen noch irgendwann uns dran denken, den komische Kohle hier rauszunehmen. Die Coal Coke. Ist doppelt so effektiv wie Kohle. Oh, und wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich werde jetzt ein bisschen warten, bis ein bisschen Holz angekommen ist. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, wir schlafen nochmal eine Runde. Der Wolf passt auf. Ich hoffe, der Regen geht irgendwann wieder noch weg. Weil der ist dann doch recht nervig. Ich hoffe, man hört mich auch immer. Aber ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. See ya, Leute. Bye bye. Moment, halt. Das Holz ist schon alles da? Okay.